Die Jahresanzahl, wie lange der das schon macht, ne? Die Betreuung bei den Mike, Preds. ich kann das langsam nicht mehr ernst nehmen hier. Dann haben wir den Christian Schneeweiß, 36 Jahre erfahrener Mann. Clemens Möhler, Young Gun, 21. Daniel Luft mit 32. Dan Josch, Rauch mit 34. Niklas Günemann, Sebastian Kipper mit 26. Luckys. Cologne Predators, ewig lange dabei. Tradition, gehen nach vorne. Dann, und das finde ich ganz schön geil übrigens, die Lucky 15s. Da muss man sich mal die Alterszahlen auch auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Da sehen wir nämlich Alex Ernst, kannst du, vielleicht verhaue ich das mit dem Namen, aber egal. Alex Ernsty, 18 Jahre, Jack Humphreys, 23 Jahre, James Green, 22 Jahre, James O, 24 Jahre, Louis Coffey, 21 Jahre, Mason Hintz, 18. Ältester ist Robert McGowan mit 29 der Jahren. Der eigentlich Jim heißt, aber ist nicht so schlimm. Dann haben wir Robert Williams, der ist 22, Spencer Tilbury mit 19 und noch einen 23-Jährigen, den Thomas Carroll. Ja, die senken das, den Altersdurchschnitt hier so ein bisschen. Kann das sein? Drastisch. Kann das? Dramatisch. Aber da muss man, wir hatten es vorhin halt schon auch ein bisschen angerissen, muss man fairerweise auch dazu sagen, die Jungs, die können mit 12 anfangen auf der Insel. Und das heißt, die haben natürlich mit 18, wenn quasi die Leute hier in Deutschland anfangen, einen entsprechenden Erfahrungsvorsprung, wenn die halt die ganze Zeit schon auch dabei geblieben sind. Und meistens ist es ja schon so, dass wenn der Papa irgendwann mal mit Paintball was zu tun hatte, Stichwort die Farmers, ja, dann die Ugly Ducklings? Oder ja, oder Ugly Ducklings, ja. Die sind zwar nicht von der Insel, aber in Dänemark ist das Einstiegsalter auch ein bisschen niedriger als hier in Deutschland. Die bringen natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz mit, ne? Als wenn du quasi hier in Deutschland fängst mit 18 an. Und dann kannst du froh sein, dass du mit 19 und 20 vielleicht schon irgendwo als Talent mitspielst. Ja, ja. Wobei dritte und zweite Bundesliga schon machbar ist. Ne? Für ganz seltene, die schaffen es ja auch tatsächlich so schnell in die erste. Aber ja, aber halt, ich sag ja, so Ausnahmetalente auf jeden Fall. Ja, gibt's. Butch, wo gibt's die Mütze? Kommt hier gerade im Stream. Dr. Eisenherz, du wendest dich mal bitte via PN an den Sumo, via Facebook oder was auch immer, und der wird dir einen Weg aufzeigen, wie du da an die Mütze kommst. So, haben wir das schon abgefrühstückt? Wer fängt denn an eigentlich? Die Luckys gegen... Was ist denn mit einem Voting hier? Ich höre gerade aus der Regie, wir sollen ein Voting durchführen. Ja, die Leute, die müssen einfach eben ins Facebook wir gehen. Wir hatten vorhin ein wunderschönes Voting. Den Mischa hier auf der Kommentatorenbühne, mit oder ohne Hose, war 60% für mit Hose. Ja, ihr müsst das vielleicht nochmal mit den Ladies probieren. Ich glaube, da können wir andere Ergebnisse erzielen. Ja, aber auch was die Teilnahme anbelangt, meinst du? Ne, die Teilnahme ist doch gut. Wer kriegt denn deinen Vote für diese Begegnung? So, also wir sehen jetzt die Preds gegen die Luckys. Meiner Meinung nach auch... Wer gewinnt das? Das sind natürlich die Luckys. Bratwurstwette? Auf jeden Fall, da bin ich dabei. Ich gehe jetzt mit den Preds, weil einer muss ja. Sonst macht ja keinen Sinn, wenn wir beide auf die... Ja. Lukas, hast du auch noch einen Tipp, wer jetzt gewinnt? Die Luckys oder die Preds? Okay, also die Luckys sind weit vorne. Mal gucken, was das Ranking sagt. Ja, es sind ja gleich doppelt so viele, die da quasi... Also Turm, auf dem Turm hier sind ja doppelt so viele, die... Zweimal so viele. Aber wie gesagt, ich habe mit meinen Einschätzungen auch schon mal auch unglaublich daneben gelegen. Von dem her... Aber die machen das jetzt einfach. Die müssen, ja? Also ich glaube, dass die Luckys insgesamt stärker sind. Aber die Preds sind gut angefangen heute Morgen und ich glaube, die sind gallig. Und die haben den Schneeweiß. Und das alleine. Ja. Alleine und Schneeweiß hat Josch. Jo, oh. momentan ist das Voting bei 100% bei den Predators. Wahrscheinlich hat erst einmal abgestimmt. Okay. Und the game is on. Hier geht schon mal irgendwie Loader flöten bei den Luckys. Der ist aber auch hart gestürzt. Ist aber irgendwie doof, ja. Der ist alive, der baut jetzt erstmal. So, hier ist erstmal Tooltime bei den Luckys. Und die Preds sind gut auch von der Base gekommen, das heißt alle alive, sogar schon einer in der Snake. Ihr seht die 46 da am Basteln und der geht nachher buzzern. Die Frage ist, haben die das auf dem Schirm, dass die Preds, also hier scheint es schon irgendwie da ein Problem zu geben. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen jetzt, oder? Zack, Paint rein. Und, ja, scheint jetzt auch langsam wieder zu gehen. So. Oh oh. Einer raus bei den Preds.
Das heißt, ein Pussy One bei den Preds. Die Luckys trotz Baustelle immer noch zu fünft. Und die 4 geladen bereits für die Luckys. Ja. Snake 50 geladen für die... Für die Preds. Für die Preds. Der müsste jetzt eigentlich auch Leute treffen können da. Ja, das haben sie aber auch schon, haben wir auch schon gecheckt. Versuchen jetzt das halt irgendwie via Kommunikation durchzugeben, dass die Snake halt hot ist. Und versuchen den Typen hier aus der Snake jetzt langsam rauszugrillen. Der hat da wirklich Platzprobleme mittlerweile. Aber er hat so gut muss es nochmal wechseln. Und jetzt, da war noch das Dorito hat jetzt hat er das Dorito nicht auf dem Schirm gehabt. Das heißt, ein Pussy 2 für die Preds. Und die Luckys im Vorwärtsgang. Das heißt, Pussy 3, Preds, Luckys immer noch zu 5. Was mich ehrlich gesagt überrascht jetzt an dem Punkt, dass die Luckys jetzt nicht mehr so viel Vollgas fahren. Also gehen nicht mehr so viel Risiko. Und hier scheint sich der Loader verabschiedet zu haben von der 46. Wieder? Ist jetzt quasi auf MacFat umgestiegen. Legt die Kugeln einzeln nach. Ich sag dir, der geht buzzern. Ja klar, kann er sonst nichts machen. Außer vielleicht noch so ein, zwei Knarren auf sich ziehen. Ne? Deswegen, man macht dann immer das Beste aus der Situation für die gesamte, für das gesamte Team. Hier vorne ist die Snake nochmal neu besetzt bei den Preds. Aber die gehen da kein Risiko ein. Die lassen sich da wirklich Zeit, die Luckys, um hier den Sack zuzumachen. Mike, du haust wieder ab? Ah, ein großer Schluck aus der Erfolgspulle. Also, du warst du eigentlich gestern auch auf dem Turm oder wieso hast du heute Anglizismen verboten? Hatte der Bunsch gestern zu viel aufgedreht? Entschuldigung nochmal, ich habe dich akustisch jetzt nicht aufgenommen. Ich hatte eine Weile auf der Hinfahrtstream gehört nur, Hörspiel quasi. Und weil du mir heute Morgen, hier, weil du so auf die das Anglizismenverbot durchdrückst hier. Eigentlich fragen, überhaupt hast, nicht. Hast du gestern überhaupt zu viel nicht. Den Marvin gehört? Weil der hatte ja, die hatten ja richtig geil ein Anglizismen-Battle. Und das können wir vielleicht später auch noch machen. Aber wobei ich bei Marvin kupfern werde. Ich habe da schon Sachen im Kopf wie Success Rate. Success Rate. Wirst du mich wahrscheinlich richtig an die Wand fahren damit. Ja. Ist das nicht deine Baustelle? Ja, doch. Wenn genug Alkohol im Spiel ist, ist kein Problem. kleiner Hinweis an die Regie. Wir brauchen einen Zapfhahn, Regie. So. Rain of Fire gegen Fast and Deadly. Ach nein, Quatsch, Dark Sun. Hatte ich mich von der Trikotfarbe so ein bisschen irreführen lassen. Dark Sun, ich wiederhole mich gern, ich fand hier im Training super. Aber ey, interessantes Rating. Interessantes Rating auf jeden Fall. Sehr spannend. Ich fand hier im Training spitze. Da, wo ihr so planlos wart. Ja. Ich fand die super. Ja. Und die haben im ersten Spiel auch gut ausgesehen und danach haben die Mercs richtig aufgedreht. Ich bin halt jetzt gespannt, ob. Ob sie es umsetzen können. Sich das gute Training jetzt vielleicht dann auch wieder spiegelt hier. Mhm. Das fand die wirklich gut. Das ist ein ziemlich cooler Kamerawinkel jetzt, weil du sie genau hinten siehst, was der Kollege da in dem Dorito genau schön die Line halt nehmen kann. Das ist mit Abstand der schönste Winkel auch eigentlich, wo wir drauf gucken, ne? Weil man so viele, man sieht original auch das Geschehen und wer mit wem zu kämpfen hat da. Ja. Richtig geil. Haut doch einfach mal in die Kommentare, welcher Kamerawinkel für euch der beste ist, damit die Regie mal ein bisschen hier ans Arbeiten kommt. Nein, Quatsch, unter uns, die machen einen guten Top-Job da unten. Und, besten. Kollege sitzt da die ganze Zeit unten in einem fast luft- und wasserdicht und lichtdicht abgeschlossenen Container. Ah, ja, und, da wird zweimal am Tag Luft reingelassen, damit... Händelt hier die Perspektiven für uns. Damit die Leute leben. Aber das ist wirklich, also gebe ich dir recht, mit einer der besten Winkel, die wir haben. So, hier haben wir die Totale vom Feld, 50. Und beide die Snake 1 geladen. Einer versucht da Longline, Darkseid versucht da Longline Druck zu machen. Wichtig, wenn der rausfällt, dann bricht er auch das Spiel auseinander. Weil da wird es ganz schwer noch vernünftig zu kommunizieren, wenn du da in der Mitte kommst. Ja, ist aber Gott sei Dank nicht der Fall. Das heißt, Rain of Fire nach wie vor in meinen Augen in den besseren Positionen. Möchtest du auch was zu dem Spiel sagen, Lukas? Das Mikrofon ist an. Wenn du möchtest, kannst du auch was kommentieren. Also nicht. Okay. Ist er da gerade ins Ausgetreten? Wohl. Als er gerade hier vorne durch die Snake gelaufen ist? Rain of Fire macht den Punkt. Der ist nicht raus da jetzt. Hast du das gesehen? Ja, ja.
Ja, dann hast du es auch nicht verdient. Du musst den treffen, den Mann da. Ne? Das war ja jetzt auch ein offener Mann. Rain of Fire muss den treffen, ich nicht. Darauf inzwischen Prost. Ach Butsch, den hättest du doch auch genug getroffen. Den hätte ich vielleicht sogar ich noch getroffen. Nein, 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 das stimmt nicht. Also nur mit Rollator unterstützt. Ich hätte den nicht getroffen. So, jetzt begeben wir uns langsam so in die statische Phase des Spiels, weil keiner mehr Paint hat. Und hier Rain of Fire auch schon wieder so ein bisschen Materialsorgen hat. Irgendwie, da gibt der Kollege seinen Loader ab, warum auch immer. Der hat auch keinen Hopper mehr drauf. Übrigens. Ja, der hat den gerade zu dem Kollegen an der Snake gebracht. Und du siehst, der Kollege in der Snake hat zwei Loader. Der hat die bessere Position. Und, ja, warum hat er ihm nicht die ganze Knarre gegeben? Ja, weiß man nicht, ne? Okay. Aber die Jungs sind natürlich halt auch unter Strom. Da denkst du vielleicht auch nicht sofort an jede Möglichkeit, die du hast. Darksun hier auf den Doritos. Versucht irgendwie einen Run-Through. Wird aber gerade gesehen. Ist aber noch alive, glaube ich. Deadman's Talk. Deadman's Talk? Was? Oder gibt es jetzt hier No Point? Ist noch jemand alive? Nein. Rain of Fire ist noch alive. Also Fakt ist doch eins. Für mich, wenn der Spieler sich aufregt und sagt, wie das war, so und so, ist es auf jeden Fall ein Deadman's Talk. Die andere Situation kann ich jetzt nicht bewerten, habe ich nicht genau gesehen. Wow, ey, verwirre uns doch nicht mit deinen Fakten hier jedes Mal. Ja? Das nervt, ne? Das ist wirklich unglaublich. Das Spiel lebt von Emotionen, nicht von Fakten. Ja? Nein, also wirklich unglückliches Ende, mehr oder weniger für Darksun hier. Aber was ich geil finde, Entschuldigung, ich entschuldige. Aber guck mal jetzt aufs Feld. Fall mir doch mal ins Wort. Ja, Verzeihung. Aber seht ihr die Traube? Ja, klar. Die Refs wissen? Die Zebratraube. In der Situation wäre vielleicht noch optimaler zu lösen gewesen. Mehr nicht jetzt. Ja, du spekulierst aber hart rein. Und da gibt's direkt eine Besprechung. Ja, wieso? Das ist aber, dass das jetzt genau nach dem Punkt direkt stattfindet, wie man, da wird mit Sicherheit gerade besprochen, wer beim nächsten Mal wohin geht und warum man das dann noch schneller. Ja, macht. Das sind so die Momente, wo ich denke, so Mike, ganz ehrlich, schön, dass du hier oben sitzt und so viel Erfahrung mit dir in die Waagschale reinwerfen kannst. Es gibt Leute, wo ich das als Kompliment auffassen würde. Von dir fühle ich mich dann doch einfach nur verarscht. Ach, ist immer schön, wenn man sich schon eine Weile kennt, ja. So. Aber ich weiß noch, das ist mittlerweile auch schon 5 Jahre her, wo irgendwie das Telefon klingelt. Na, was machst du gerade? Wie, was mache ich gerade? Ich komme jetzt auf einen Kaffee. Was? Ja, du bist ja auch bekannt dafür, eher so der spontane Typ zu sein und musst jetzt nicht quartalweise im File of Hacks vorplanen. Ja? Bei dir kann man spontan mal mit dem Kaffee einreiten. Ja? Quartalsweise. Oh, dieses Quartal ist ganz schwierig. Oh, hier schon wieder schlaue Wörter. Ah, Vorsicht. Quartal. Ja. So, zurück. Ein No-Point. Ja, ist uns nicht entgangen. Vielen Dank. Nö, das haben wir genau gesehen, dass das ein No-Point war. Will man uns etwa hier unterstellen? Die Regie sagt gerade Bescheid, das war gerade ein No-Point. Unaufmerksam. Ja, das haben wir hier oben, haben das sofort gesehen. Also ganz ehrlich, dass das ein No-Point ist. Butch hatte mir die ganze Zeit zugezwinkert, weil er es gesehen hat und ich dann auch so. Und die haben es geglaubt da unten. Ja, die Leute haben es alle. Ihr habt doch mit Sicherheit geglaubt, da wäre ein Punkt passiert. So, hallo Joe Banana. Die Luckys wieder auf dem Feld und die Bretts verlieren direkt 2 Leute beim Anlaufen. So, da würde ich sagen. Jetzt halt nicht die Nerven verlieren, nicht die Nerven, das Dorito wird nochmal gecheckt. Jetzt nicht die Nerven verlieren bei den Pretz, mal vielleicht den einen oder anderen noch schießen. Ist das der Dr. Schneeweiß hier vorne? Natürlich. Ja. Also wirklich meinen tiefsten Respekt, der Kollege ist ja mehr oder weniger auch im selben Altersbereich wie wir. Spielt ja? Top-Niveau. Wie wir, schon leicht angegraut, aber spielt halt nach wie vor hier auf einem Top-Niveau. Ja? Ist sehr, sehr beeindruckend. Ich würde mir das persönlich ja nicht mehr zutrauen. Ja, mit meiner. Was ist denn mit dir? Machst du nur noch die. Ich bin MacFed-affin. Und Szenario Woodland. Also ganz kurz für alle die Leute, die das vielleicht jetzt noch nicht auf dem Schirm haben. Ich habe dann so, ich glaube, so vor 4, 5 Jahren, als die Layouts kleiner und die Deckungen auch kleiner und kompakter wurden, habe ich mich dann quasi so aus dem aktiven Paintball, Turnier-Paintball also ein bisschen zurückgezogen, habe mich dann wieder so auf diese Woodland-Szenario-Baustelle konzentriert, dann natürlich jetzt auch für die Firma, für Paintball.de, für Planet Eclipse und bin da halt relativ aktiv und muss ganz ehrlich sagen, egal welche Art von Paintball du spielst, es macht halt nach wie vor so unfassbar Bock, egal ob das jetzt Woodland-Szenario ist oder ob das jetzt Turnier-Paintball ist. Ich hänge dem auch so ein bisschen hinterher, aber ich muss realistischerweise auch eingestehen, ich bin dafür zu alt, zu langsam, zu groß. Ja. Aber diese ganze Woodland-Szene, das ist ja auch alles riesig. Ne? Wir haben letztes die Tage haben wir uns noch kaputt gelacht, da ist irgendwo ein Kommentar aufgetaucht. Da schrieb einer ganz großmütig,
war es irgendein DPL-Posting, wo da reagiert wurde und da schrieb einer so, irgendwie einer schrieb was pro Woodland und diese ganze Szenario-Szene und dann schrieb ein anderer so, der hatte das ein bisschen gehatet und dann schrieb wiederum ein Dritter so, ey Leute, muss mal easy bleiben, so, das hat auch seinen Bestand, so, die muss man auch, ja, ob was wohl der weitaus größere Teil ist, so, der wohl der kleine, da ist die Turnierszene wohl eher der kleine Teil im Verhältnis, oder? Ja, es ist halt rein vom Quantitativen her, überwiegt natürlich so dieses, ich sag mal so, Big Game, Szenario, Rental, Paintball, wie man das so schön sagt, ja. Aber das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Ja? Nee, das ist ein Aspekt, ne? Man muss halt wirklich auch sehen, Turnier-Paintball hat sich halt im Laufe der Jahre so weiterentwickelt und so hoch spezialisiert, dass man muss wirklich auch immer sich wieder mal dran erinnern, wo wir herkommen. Und ich sag mal so, vor 15, 20 Jahren wäre so eine Liga, so eine Struktur, wie wir sie jetzt hier haben, wie wir sie jetzt hier vorfinden, ja, wäre das ein Traum gewesen. Wäre das also wirklich der feuchte Traum eines jeden Paintballers gewesen. Von dem her, also wenn mal irgendwo an dem Ligatag vielleicht irgendwo mal was nicht passt, ja, dass man irgendwie 50 Kilometer zu viel gefahren ist, dass man, keine Ahnung, zweifelhafte Ref-Entscheidungen hatte. Ja, das ist alles Leiden auf höchstem Niveau. Ja, das hört man, sehr häufig von den, wo ich das gerade höre mit dem Anfassen, das hier, ne? Da hast du mich gestern schon mit geärgert. Da bin ich nämlich im Auto gesessen, hab das nur angehört, also als Hörspiel quasi, mit einem Gefahren und dann habe ich immer dieses Geräusch, dann habe ich immer gedacht, mir schlägt was ans Auto. Und hab mehrfach, und irgendwann habe ich dann gemerkt, da kommt immer nur einer mit dem Finger hier. Super nervig. Du warst das! An alle Leute, die jetzt noch im Auto unterwegs sind, wir haben hier noch eine kleine, checkt mal eure Stoßstange. Ja. Oh, checkt da ein Radlager? So, unser Co-Kommentator, der Lukas, verabschiedet sich nach unten, wahrscheinlich auf dem Eis. Tschüss. Der Hauding, der pfeift sich doch wieder ein Eis rein, ein Sporteis. Ein Sporteis, auf jeden Fall. Nein, also wie gesagt, also dass es heutzutage diese Liga so in dieser Struktur gibt, in diesen, mit diesen Rahmenbedingungen, ja, ist halt wirklich ein Geschenk, das muss man wirklich sagen. Und da haben wir auch jahrelang, da haben wir relativ viele Leute lange Jahre dran hart gearbeitet, dass es so ist, wie es ist. Ja, also egal, wo ihr da jetzt halt auch zockt, irgendwo in Deutschland, ja, habt das im Hinterkopf einfach. Die Selbstverständlichkeit, mit der manche Dinge hingenommen werden oder dann auch angefeindet werden, wenn mal nicht alles perfekt läuft, ist manchs schon hanebüchen. Ja, also natürlich, jede Kritik ist willkommen, jede Kritik ist, sofern sie dann auch sachlich ist, auch berechtigt und willkommen, ja. Man geht da als Stichwort Agenda 20 sowieso ja auch ganz gerne drauf ein, aber man darf halt nicht im Hinterkopf vergessen, das war ein ziemlich langer und steiniger Weg bis hierher. Ja? Und von dem her, ja, genießt Xavier, es. Xavier so Naidoo, das waren ja schon fast so Xavier Naidoo-Allüren. Aber das geht, ab einem gewissen Alter kann man das machen. Ja, wir können auch gerne so ein bisschen so einen kleinen so Gesangskontest mit reinbringen, das ist kein Problem. Boah. Solange ich nicht singen muss, ist gut, ich würde das kommentieren. Killing me softly with his words. Yeah. Hey. So, wir sind schon wieder gerade hier live. Können wir irgendwas präsentieren? Vielleicht hier noch einen leeren Kaffee können wir präsentieren. Oh, hier war ein bisschen aufräumen. Hier sieht es ja schon wieder aus wie... bei der Hottentotten. Familie Hempel. So, ein bisschen Schleichwerbung. So, zack. So, wir sehen den nächsten Punkt. Pretz gegen die Luckys. Ja, die Regie, die haut uns hier immer mal wieder schöne Sachen rein. Ja, soeben haben wir mitgeteilt bekommen, dass wir ein 5-Sterne-Deluxe-Premium-Sponsoring von der Firma Red Bull bekommen haben für unsere Schleichwerbung hier. Der Livestream wurde soeben finanziert. So, Luckys mit einem weiten Break bis in die Snake. Ich kann von hier aus nicht sehen, ob er live ist, aber sieht gut aus. Alle drin, richtig schöner Break. Alle drin. Nach wie vor ist es natürlich so, dass die Pretz ein bisschen Gas geben müssen und verlieren aber schon wieder einen beim Secondary. Leider zwei. Das heißt, 5 in Bodies, 5 gegen 3. Und versucht ihn aber hier. Und dann kriegt er ins Pack und ist raus. Schade. Das tut mir leid für die Pretz, die hier versucht haben, wirklich mal offensiv noch halt irgendwie ein Zeichen zu setzen, um nochmal zurückzukommen. Aber die Luckys haben das einfach kassiert. Und machen jetzt hier den Sack zu, wie es mir scheint. Genau, das ist ausgetaut. Spielen für mich ja auch, also die spielen ein sehr schönes Tempo. Ne? In dem Alter. Ich kann es nur noch mal wiederholen, in dem Alter.
es ist ja wirklich lange, auch langsam, wenn es sein muss, und wird dann auch sehr schnell, wenn es sein muss. Nein, das Heftige ist wirklich, wenn du jetzt, wenn du das siehst und du weißt genau, ey, das so kalendarisch könnten es die Söhne von dir sein. Das ist schon beängstigend. 30 Seconds. Ja, wunderbar. Machen wir ein bisschen Platz. Ich werde mich mal runter verabschieden Richtung ja. Spiel. Ich habe hier ganz, ganz knaller Gäste für euch. Hier geht's richtig ab. Ich sag nur Thema. Ach, hört euch einfach an. Bleibt dran. Es gibt auch Leute, die sprechen für sich dran. Selbst. Hört euch das einfach an. Einfach checken hier. Guckt euch den nächsten. Gibt's noch lecker auf die Ohren. So, Reign of Fire gegen Dark Sun. Reign of Fire nach wie vor schon aggressiv nach vorne, verlieren aber dabei einen Spieler auf der Snake-Seite. Und Dark Sun muss letztendlich halt mal ein bisschen was draus machen hier. Schon lange Punkte gesehen, relativ viel Zeit alle verloren. Und wir sind immer noch bei einem 0:1 für Reign of Fire. Oder 1:0? 1:0. 0:1. 0:1, 1:0. Jedenfalls führt Reign of Fire 1:0. So, und meine Damen und Herren, wann wollt ihr loslegen? Wenn der Punkt gespielt ist. Ja, natürlich. Räume ich hier gerne das Feld. Bleibt dran, es bleibt spannend. Guckt euch an. Hier läuft gerade richtig was. Nach dem Punkt. Reign of Fire versucht jetzt nochmal ein bisschen halt Dark Sun hier ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Die Dark Sun Jungs versuchen ein bisschen zu pushen, weil sie natürlich halt auch den Punkt wollen. Ja, ja, aber jetzt gerade Überzahl. Reign of Fire. Nee, ich glaube, die Dark Sun Jungs haben immer noch Überzahl. Nee, sind nur noch zu dritt. Oh, Dark Sun ist nur noch zu dritt. Unverdient. Aber schießen jetzt auch noch den T-Pack-Spieler. Das heißt, also eigentlich ist der Weg frei. Ja, es steht jetzt, ja, oh, jetzt läuft aber ein Runner. Jetzt kommt noch was ganz Wildes hier. Ja, und kommt auch alive an. Hat keiner auf dem Schirm, dass er schon auf der gegnerischen Seite ist. Nee, ich glaube, den hat doch keiner auf dem Schirm. Nee, doch, jetzt, aber da ist schon zu spät. Und der Bunker ist einfach viel zu klein. Mhm. Genau, da muss er gehen. Hinten der Snake Protector muss sich verabschieden und ist ausgetauelt. Das heißt 1:1, ich gebe ganz gut ab und ihr seid hochgespannt, was jetzt passiert. Tom, kannst du uns vielleicht mal kurz das Bild hochgeben? Ja, hallo zusammen. Viele von euch engagieren sich auch für den Paintball-Sport. Es gibt Leute, die machen das in besonderem Maße und da wollen wir uns von der Deutschen Paintball-Liga und auch im Rahmen der Spieler der Deutschen Paintball-Liga, denke ich, ganz besonders bei Stefan Steiner und Timo Reck bedanken, die die Nationalmannschaften organisieren, im Besonderen die Herren-Nationalmannschaften, und du kümmerst dich darüber hinaus ja auch noch um die Damen-Nationalmannschaft und stellvertretend für euer ganzes Team. Ü40 darfst du auch nicht vergessen. Ü40 möchte ich natürlich auch nicht vergessen und natürlich die U19, die da Fehlern mit organisiert. Aber wir wollten euch beiden jetzt schon mal stellvertretend die Urkunden überreichen, die wir auch eurem ganzen die wir euch natürlich auch dem ganzen Team überreichen möchten. Vielen Dank. Bekommt jeder von euch so eine Urkunde. Ich glaube, wir sind gar nicht auf dem Turm im Bild, ne? Doch, ihr seid da unten kleine Bild drin. Hallo Mama. Also die beiden machen einfach einen mega Job, stellvertretend für die ganze Mannschaft. Wie ihr wisst, verdient man da noch kein Geld, sondern muss eine Menge Zeit und Geld opfern und finde das ganz toll. Ich weiß auch nicht jetzt gerade, von was er redet, ja. Aber... Wir finden es einfach ganz toll, dass es Menschen wie euch gibt, die sich dafür engagieren und es einfach da... Spielern der DPL möglich machen, international zu spielen, unseren Sport international zu vertreten und in der deutschen Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Danke. Ja. Ist das der Moment, wo ich ein bisschen Pipi in die Augen kriegen muss? Ist das Premiere, dass du hier oben sitzt? Ich glaube schon. Und dann gibt es mir auch noch so eine Urkunde? Ja. Wie lange kennen Habt wir uns euch jetzt? Verdient. 5000 Jahre ungefähr? Ein bisschen weniger als 15 Jahren. Da haben wir das Feld in Mechernich aufgemacht und du hast da immer abgehangen. Ja. Cool, jetzt bist du das erste Mal sympathisch. Gerne. Vielen Dank euch und viel Erfolg Dank. Heute und fürs nächste Spiel. Okay, und super. Natürlich viel Erfolg auf den Weltmeisterschaften. Ja. Wir geben unser Bestes. Okay, danke. Also, ich hau dann auch schon wieder ab, weil ich spiele jetzt gleich. Na, damit der Butch hier nicht so eine Allein-Show macht, da bleibe ich noch 5 Minuten hier. So. Da sind wir wieder, back on track.
Und wir sehen den nächsten Punkt. Der Luckys 3:0 Führung mittlerweile gegen die Pretz. Eigentlich ein bisschen schade. Da hätten wir den Kölnern ein bisschen mehr zugetraut. Stefan, willkommen auf der Bühne. Hi. Wie läuft's für euch? Ist das eine ironische Frage? Ich bin ernsthaft interessiert. Ja. Ich habe nur vorhin gerade jetzt. Wir sind gerade eben auf den dritten Platz abgerutscht, weil wir 5-1 ins Gesicht bekommen haben. Also, wir haben nicht verloren, wir haben ins Gesicht bekommen. Und wir haben auch 10 Minuten nach dem Spiel gebraucht, um herauszufinden, was unser Scheißproblem war. Wie ist das? Direkt, du kommst aus dem Spiel, du weißt genau, du hast kein Mittel gefunden, um den Gegner halt zu stoppen, musstest die Partie abgeben. Um die Leute mal ein bisschen draußen zu informieren, das wissen zu lassen, wie fühlt sich das an, was macht man dann einfach? Also bei allen Gefühlen, die man im Paintball hat, ist das das Schlechteste. Bist du abgeknallt im Game, okay, kannst du sagen, ja, ich bin Dummkopf, ich laufe gleich anders, ich drücke mir ihn vorher oder sowas und gewinne die Kontrolle, alles gut. Man kann Spiele 4-3 verlieren, man kann auch mal, wenn der Gegner einfach saustark ist, mal ein Spiel hoch verlieren. Aber das Schlimmste ist, wenn du hoch verlierst und ich weiß, was du... Genau. Das Problem ist, wir haben, weiß ich nicht, 80 Punkte, 70 Punkte auf dem Layout trainiert und wir haben 70 oder 78 davon gewonnen. Du bist dann jetzt in der besonderen Verantwortung, dann das Team dann moralisch auch wieder hochzuziehen. Ja. Wie machst du das in solchen Situationen? Vielleicht kann sich der eine oder andere draußen im Livestream dann für sein Team doch ein bisschen was mitnehmen. Ja, also 5 Jahre zuvor wäre ich explodiert. Ja. Ich habe dann aber mit der Zeit gelernt, dass bevor ich was tue, frage ich mich, hilft das dem Team? Und dann die nächste Frage, hilft das mir? Und nur wenn beides ja oder zumindest die erste Frage mit ja beantwortet ist, dann... Packst du mal die Dynamitstange aus. Unter Umständen, das in den letzten Jahren vielleicht einmal pro Saison. Ja. Aber in der Regel musst du deine Spieler kennen und dann musst du wissen, ob die... gerade aufgebaut werden müssen. Mhm. Und mittlerweile ist ich spiele mit fast jedem da 5, 6, 7 Jahre zusammen. Und da redet man auf einem ganz anderen Level, da redet man zusammen. Ja. Team Captain, ja klar, wir haben eine ganz klare Hierarchie, aber ich bin nicht Dr. Allwissend, ich bin nicht der Paintball-Almanach und deswegen ich vertraue meinen Jungs. Und wenn die sagen, ich habe das falsch gemacht, dann setze ich die Mosaiksteinchen zusammen und kann dann nachher sagen, also okay, Mund abwischen, ja, aufstehen, klar, kämpfen. Ja, ja, Krönchen richten und dann geht's weiter. Ne? Ja. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. In der Tat, das ist so. Ja, ja, schade, schade, schade. Hätten wir auch so von hier oben aus nicht erwartet. Nee, wir auch nicht. Das Ergebnis. Aber dann, wie du so schön sagst, ne, Mund abwischen, Krone richten und dann mit Vollgas in die neue Partie rein. Ja? Werden wir auch. Wir werden jetzt zweimal Knallgas geben. Da tun mir dann an der Stelle dann auch die zukünftigen Gegner leid. Mir auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Ja, das ist tatsächlich auch ein bisschen so. Also der erste upcoming Gegner, der danach kommt, nach einer Niederlage, der hat meistens das harte losgezogen, dass er auch dann oftmals der Frust von der Seele geschossen wird. Nicht in Form von Overshooting, aber man kann ja schießen und man kann auch feste schießen. Ja, du bist halt dann einfach fokussierter, ja. Ja, ja, und dann lässt er eigentlich auch keinen Raum für Zweifel. Nein. Und im Zweifelsfall, okay, dann geht halt noch ein zweiter auf die Maske und dann ist es dann auch in Ordnung, ja. Richtig, exakt immer. So, wir sehen nach wie vor Ren of Fire in Führung. 3:0 gegen Darksun Stuttgart. Tut mir ehrlich gesagt für die Darksun-Jungs ein bisschen leid, weil gerade gegen Ren of Fire sollte vielleicht der ein oder andere Punkt dann doch möglich gewesen sein. Aber weiß man nicht, woran es jetzt im Detail liegt, ob die Jungs dann sloppy rausgeschossen werden oder ob die dann halt einfach zu unkonzentriert mit dem falschen Gameplan halt anfangen. Ja. Ja. Ich habe da mit dem Team-Captain von Darksun schon drüber gesprochen, mit dem Gigi. Der hatte mich, also nicht explizit vor diesem Spieltag, sondern schon nach dem ersten Spieltag. Er hatte mich da so um ein, zwei Sachen gebeten, das habe ich ihm mitgeteilt. Ich werde das nicht offen tun, was hier das Problem ist von den Jungs, ich weiß es. Das hat auch natürlich was mit dem Training zu tun oder der Qualität des Trainings, aber gut. Ich hätte nicht erwartet, dass sie das so deutlich gerade abgeben. Mhm. Rain of Fire ist ja dann eher so jetzt mal tabellenmäßig auf Augenhöhe. Ne? Ich glaube sogar, die stehen dahinter oder direkt einen davor. Deswegen meinte ich, der ein oder andere Punkt müsste möglich gewesen sein. Haben sie ja jetzt dann auch gemacht. Ja. Tatsächlich und lustigerweise ist es, sie haben es jetzt sehr aggressiv gespielt, diesen Punkt auf Break. Das ist auch einer der Punkte, die wir eben in unserem Spiel hatten. Wir haben von Anfang an zu defensiv gespielt. Kannst du auf der NXL machen, weil du mehr Paint hast. Ja. Hier musst du angreifen. Und wir waren mental nicht in der Lage, den Schalter zu finden.
Und du musst letztendlich halt auch den anderen, dein Gegner, das Spiel aufzwingen. Nicht andersrum, nicht dich hinten reinsetzen und dann quasi abwarten, sondern du musst halt nach vorne, du musst im Prinzip halt deinen Gameplan, deinen Gegner aufzwingen. Anders funktioniert es nicht. Genau, und wenn du das dann weiter runtergebrochen hast, ich meine, wenn du zwei Leute beim Break verlierst, dann kannst du nur noch verteidigen, ja, und dein Spiel nicht mehr machen. Das heißt, man kann ein Spiel, was man 5-1 verliert, in 4-5 Minuten kann man runterbrechen, wir haben die Breaks verloren. Ja. Punkt. Für alle, die es noch gesehen haben, wir haben noch 50 Sekunden Restspielzeit. Also ich meine, schön, dass ja Starksheim noch den Anschlusspunkt geschafft haben. Aber es wird mehr als eine Challenge, hier noch so vielleicht sogar den Ausgleich zu erzielen. Also Russian Legion macht in der Zeit 5 Punkte. Also ich meine, glaube ich dir, du hast es live schon gesehen, ja. Ja, in der Tat. Ja. So. Die andere Begegnung ist zu Ende. Das heißt, die Luckys haben da quasi 4-0. Ich habe eine interessante Frage. Die Pretz überfahren. Ich habe dich, glaube ich, letzte Mal aktiv 2012 auf dem Feld gesehen. Ist das richtig? Das kann sogar bei stimmen. Bei den Ugly Ducklings kann das stimmt, sein? Ja. Da habe ich dann bei den Ugly Ducklings gegästet, wie man so schön sagt. Ja, genau. Das ist jetzt also die 7. Saison, wo es dann nicht mehr so ist. Genau. Du bist ein paar Jahre nicht unbedingt so präsent gewesen im Turniersport, weil du mehr mit deiner Arbeit wahrscheinlich im Szenario-Bereich hattest, etc. Genau, hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Genau. Ja. Das heißt, du hast da, nennen wir es jetzt mal böse, eine kleine Wissenslücke in dieser Zeit. Und du kommst jetzt zurück. Hat sich das Spiel verändert? In der Tat, muss ich wirklich gestehen, ich habe das natürlich also von Zeit zu Zeit hier im Livestream dann auch verfolgt. Und man sieht deutlich halt auch so die Änderungen in den Layouts von der Millennium-Saison hin zur NXL, jetzt dann halt diese aktuellen Layouts, dass das Spielverhalten einfach ruhiger, statischer wird. Jetzt teilweise mit der Munitionsbegrenzung, sag ich einfach mal, mit der Welle-Regelung, mit dem M500-Format, dass du einfach andere Spielzüge siehst, ja? Dass du halt wirklich überlegteres Paintball siehst, dass du nicht mehr so dieses emotionsgetriebene Paintball siehst, wo jetzt einer sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal alles in die Hand und kegel mal in der Mitte durch. Das passiert heute nur noch sehr, sehr selten. Ja? Hat man früher öfter gesehen. Mittlerweile ist es halt schon ein bisschen statischer. Wahnsinnspunkt. Verrückter Punkt von Dark Sun. Und noch 10 Sekunden auf der Uhr, retten sich zumindest halt in das Punkteverhältnis. Oh, ich glaube, da gibt es einen Automatic Point für Darkson. Kann nur für Darkson sein, weil sie noch 3 Spieler live hatten. Ja. Ja. Das heißt dann aber auch, dass noch Zeit draufkommen muss, was Darkson natürlich hilft. Das heißt, das sollte der Punkt zum 3-2 gewesen sein. Plus nochmal ein bisschen Zeit obendrauf. Plus, dass Reign of Fire kurz startet. Mhm. Es tut mir leid, ich habe das letzte Drittel von deiner Erklärung gar nicht mehr. Ja, also wie gesagt, was ich sagte, das Spiel hat sich seitdem, ich sag mal so 2010, 2012, halt so schon ein bisschen halt verändert. Wir haben die Veränderungen in den Layouts gesehen, dass das große M bei dem wegen Millennium und NXL-Geschichte, dass das im Prinzip halt wegfällt. Wir sehen jetzt hier die Layouts mit den großen Bricks, was natürlich halt ganz andere Spielzüge möglich macht. Wir haben halt die Paint-Beschränkungen. Ja, man sieht Findest im Prinzip du die gut? halt. Ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite sehe ich natürlich halt die Intention, das Spiel halt einfach schneller zu machen. Ich verstehe jetzt nicht ganz die Ansage, was jetzt hier passiert. Ja, so wie wir gesagt haben, Point Dark Sun, Short Start. Aber es ist natürlich richtig. Ich komme noch aus der Zeit, da haben wir 15 Bälle pro Sekunde gespielt. Und ich komme eigentlich auch aus der Zeit. Du hast es aber nie in die neue Zeit geschafft. Ja, aber ich habe nie 15 Bälle pro Sekunde gespielt, weil ich ein Trigger-Mongo bin. Und das ist natürlich ein anderes Spiel. Und insofern gebe ich dir recht, es ist wirklich ein anderer Eindruck, den du hier teilweise gewinnst. Ja. Es ist nicht besser oder schlechter, es ist halt einfach ein anderes Spiel. Ja. Ja, die Frage ist deshalb, weil letztes Jahr ist ja Fight Club Frankfurt zurückgekommen. Mhm. Ehemaliges Traditionsteam, jetzt wieder Traditionsteam. Ehemaliger deutscher Meister, ich glaube, 2008. Müssten ja auch irgendwo auf der Schale noch zu sehen sein. Sehr clever. Dann schauen wir doch mal drauf. Wo ist denn 2008? 2007. 2007 sogar. Liegen wir hier, Fight Club. Das ist Syndicate. Ja. Hier haben wir Fight Club. Okay, also 2007 ist Fight Club deutscher Meister geworden. Einige von diesen Spielern laufen natürlich auch jetzt wieder auf. Ne? Mhm. Wenn wir mal an Henry denken oder an Flo Sauer. Der Flo. Da sind also einige bei, die schon deutscher Meister geworden sind und die
man muss es so sehen, die nagen am Hungertuch aktuell in der zweiten Bundesliga. Ja. Da muss ich also tatsächlich gewaltig was getan haben. Ne? Und das Alter ist es nicht von den Jungs. Natürlich, aber der Sport hat sich halt weiterentwickelt. Ne? Du musst halt physisch viel, viel schneller sein. Du musst viel, viel fitter sein als noch vor, sagen wir mal, so 5, 6, 7, 8 Jahren. Ja? Und wie gesagt, dahin geht auch... Ja, früher hat man den fetten, dicken alten Mann in den Backcenter gestellt. Dahin, ne? Auch, dahin geht auch mein Respekt, dass du da nach wie vor nach oben in der ersten Liga halt mitkämpfst und das, den Laden da so beisammen hältst. Ja? 18 Kilo habe ich abgenommen dafür. Ja, Hut ab. Ja, man muss mit allen Tricks arbeiten. Irgendwann, ne? Irgendwann, ne? Irgendwann muss dann auch die Knarre leichter werden. Stichwort Systemgewicht. Es muss einfach alles leichter werden. Ja, genau. Gut, 10 Sekunden haben sie. Also sie haben nochmal 4 draufgetan. Das wird arschknapp, aber ich habe jetzt Bock auf eine richtige Schießerei. Zu dritt starten sie nur. Er hat Gewicht, der hat Gewicht. Die Nummer 47 hat Gewicht. Und da müsste eigentlich ein Automatic Point geben, wenn das dann wirklich so gewesen ist, dass er da gewischt hat. Nein, die Schiedsrichter haben es nicht gesehen. Die haben einen normalen Outcall gegeben. Okay. Bitter. Das ist bitter für Rainer, für Dark Sun. Das wär jetzt genau der Punkt, wo wir eben drüber gesprochen haben. Genau. Jetzt wäre ich am Ausrasten. Ja. Dann. Das ist ein mieser Trick. Die 5-Star, die auf der 4-Star-Palette steht, die nehmen wir jetzt. Genau. Krasser Schissel. Aber auch mutig von dem Spieler, von dem Rain of Fire-Spieler, ja. Bei 10 Sekunden. Bei so ein Ding zu bringen. Und dann nochmal zu wischen. Ich meine, jetzt ist es gut gegangen. Ja. Ja, aber. Frage ich mich an der Stelle, macht er sowas bewusst? Ist das instinktiv? Nimmt er das Risiko wirklich in Kauf? Oder passiert das einfach, weil du so unter Strom stehst? Ja. Ich würde eigentlich das abhängig machen davon, ja. Von der Erfahrung, die er, also wie lange er schon Paintball spielt. Ja. Macht das erst 3 Jahre, dann war es ein Reflex. Alles, was mehr ist, dann macht das bewusst. Ja. Ja, verrückt. Verrückte Nummer, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Entscheidung jetzt gewesen ist. Ich vermute No Point. Ich vermute auch No Point und somit sollte das 3-2... Für Rain of Fire. Rain of Fire. Das ist unser nächster Gegner. Und Rain of Fire waren die gerade, die Gewicht haben. Wie gesagt, wir hatten eben gesagt, ne, dieser im Vorfeld an die Jungs schon mal. Brust wird sich entladen. Ja. Hoffen wir mal. So, und wir sehen jetzt Breakout gegen Kamenet, ja. Und Fast and Deadly gegen Brain Dead. Ist tatsächlich ein wichtiges Spiel für die Hurricanes. Ja. 2 Siege liegt. Wenn wer Breakout wie gewinnt. Vor uns. Ja. Eins können wir halt selber machen. Das heißt, ihr seid auf wir deren brauchen einmal Hilfe. Hilfe. Wir brauchen einmal Hilfe von einem anderen Team, um Breakout zu schlagen. Wenn wir überhaupt, ich meine, so wie wir eben gespielt haben, sollte man nicht das Wort in den Mund nehmen. Aber wenn wir noch Meister werden wollen, dann muss uns jemand helfen. Aber eigentlich krass, dass man am dritten Spieltag dann schon anfängt zu rechnen. Oder rechnet man immer? Nee. Also es ist tatsächlich so, dass die Schere weit auseinandergegangen ist in der ersten Bundesliga. Man sieht die Teams, die oben stehen, das sind alles die, die international auch.